Hallo liebe Comic-Fans, hier ist wieder Philipp vom Kanal Bookwalk. Im heutigen Video stelle ich euch eine neue Mystery-Reihe vor, in dem es um eine Reise durch Raum und Zeit geht. Ach ja, und Aliens kommen auch drin vor. Das Comic, um das es heute gehen soll, ist Oblivion Song von Robert Kirkman aus dem Hause Crosskite. Wenn ihr jetzt gerade über den Namen Robert Kirkman gestolpert seid, richtig. Der ist unter anderem hierfür verantwortlich, The Walking Dead. Und The Walking Dead könnte euch vielleicht ein Begriff sein, wenn ihr in letzter Zeit irgendwann mal irgendwas über Zombies gelesen habt oder geschaut habt. The Walking Dead ist nämlich der Dauerbrenner schlechthin, was Zombie-Serien angeht. In mittlerweile 8 Staffeln zuzüglich Spin-Off-Serie 4 The Walking Dead muss sich die Menschheit gegen eine Zombie-Apokalypse wehren. Und wäre eine Zombie-Bedrohung nicht schon schlimm genug, bekämpft sich die Menschheit natürlich wieder gegenseitig. Und diese sehr erfolgreiche TV-Serie basiert eben auf der Comic-Reihe The Walking Dead von Robert Kirkman. Aber neben The Walking Dead gibt es auch eine weitere sehr vielversprechende Comic-Reihe, die nennt sie nämlich Outcast und ist ebenfalls aus der Feder von Robert Kirkman. Und die hat so ein bisschen einen Supernatural-Touch. Es geht um Exorzismus, um Dämonenjagd, um Austreibungen und da gibt es ein sehr unterschiedliches Protagonistenpaar, was ebenfalls sehr, sehr unterhaltsam ist. Aber es geht heute weder um The Walking Dead noch um Outcast, sondern um Oblivion Song. In Oblivion Song geht es um alternative Realität. Vor einigen Jahren ist in der amerikanischen Stadt Philadelphia eine alternative, geheimnisvolle Dimension aufgetaucht. Diese alternative Dimension hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Hälfte der Stadt Philadelphia verschwunden ist, sondern hat auch rund 20.000 Todesopfer hervorgebracht. Doch wie sich im weiteren Verlauf von Oblivion Song herausstellen soll, ist diese neue Dimension nicht einfach nur da, sondern hat den bisherigen Teil, der jetzt verschwunden ist, von Philadelphia einfach ausgetauscht und dieser Teil ist jetzt in der alternativen Realität gefangen. Und mithilfe einer neuen Technologie ist es Forschern gelungen, eine Reise zwischen beiden Dimensionen zu ermöglichen. Das heißt zwischen unserer bekannten Welt und der Parallelwelt, die sich Oblivion nennt. Da es ja herausgestellt hat, dass die eine Hälfte von Philadelphia nicht einfach weg ist, sondern einfach in der anderen Dimension gefangen ist, ist natürlich die Vermutung naheliegend, dass es auch Überlebende aus dieser Welt dort gegeben hat. Und um diese vermeintlichen Überlebenden zu retten, wird eine Rettungsmission auf die Beine gestellt, die sich auf dem Weg in die andere Dimension begibt. Ob diese Rettung gelingen wird, könnt ihr am gratis Comic-Tag am 12. Mai 2018 Erfahrung bringen. Dort wird es nämlich das erste Kapitel von Oblivion Song gratis zu erwerben geben. Neben Oblivion Song gibt es auch 2 weitere Titel am gratis Comic-Tag aus dem Hause Crosskite. Dieses ist zum einen Dragons, die Reiter von Berg aus dem Kids Comics Programm und zum anderen Apposims, Land der Puppen. Weitere Informationen zu den Comics und den teilnehmenden Verlagen könnt ihr auf der Homepage des gratis Comic-Tags www.gratiscomictag.de einsehen und wenn ihr Redebedarf zum gratis Comic-Tag habt, dann könnt ihr das gerne unter dem Hashtag GCT2018 tun. Merkt euch also den 12. Mai, geht zum gratis Comic-Tag in den Comic-Laden eures Vertrauens und ganz viel Spaß mit den unterschiedlichen Comics.